So, heute haben wir eine wunderschöne Maschine von der Firma Trumpf, eine Abkantpresse V50, 1 Meter mal 50 Tonnen. Die Maschine hat die Dedem-Steuerung 2D, wir haben hier auch schon den moderneren Bildschirm drin. Die Maschine ist grundsätzlich in einer ordentlichen Ausstattung. Wir haben hydraulische Oberwerkzeugklemmung, wir haben die hydraulische Unterwerkzeugklemmung, die X-Achse, R-Achse und beide Z-Achsen verstellbar. Zudem haben wir noch die pneumatische Matrizenverschiebung und zwei Auflegearme. So, dann muss ich mal die Tür zumachen. So, ich fahre jetzt einmal den Hydraulikzylinder runter. Hier sieht man auch, die Hydraulik läuft wirklich sauber, auch der Umschaltpunkt von schnell auf langsam. Läuft alles sehr sauber, ja? So, dann haben wir hier den Handbetrieb. Wir können ganz einfach die X-Achse, sagen wir mal, auf 150, dann die R-Achse auf 20. Die I-Achse ist jetzt die Matrizenverstellung, die lassen wir mal gleich. Und dann verstellen wir noch die beiden Z-Finger. Drücken auf Start. Und hier sehen wir auf dem Anschlag alles richtig schön, wie es sein soll. Auch von der ganzen Haptik her, die ganzen Tasten an der Steuerung, alles wenig abgenutzt. Also mit der Maschine wurde beim Vorbesitzer sehr sauber umgegangen. Aus meiner Sicht sind auch alle Sicherheitsvorkehrungen da für die UVV-Prüfung. Auch die beiden Plexiglas-Abdeckungen für den Zylinder sind vorhanden. Es ist ein Oberwerkzeug da, ein gerades mit ca. 28 Grad. Und wir haben eine Matrize unten für, mit V8, ungefähr 1 bis 1,5 mm Blechdicke. Die beiden Auflegearme. So, und jetzt schauen wir nochmal von hinten in die Maschine. So, hier haben wir auch hier oben die Hydraulik. Sieht alles sehr ordentlich aus. Und hier den Anschlag mit den beiden Z-Achsen. So, und nochmal einen Blick in den Schaltschrank. Ja, hier steht zum Beispiel, dass die Dele-Module wurden anscheinend getauscht im 2020. Hier steht Batterie gewechselt 2019. Macht aber auch den Eindruck von der Pilzsteuerung, als wenn die auch schon mal nachgerüstet wäre. Gleiches gilt für die beiden Baumüller-Regler. Die Sehne sehen aus meiner Meinung nach, inklusive der Kabel, nicht aus, als wenn sie als ob sie aus dem Baujahr stammen. Die müssten auch nachgerüstet worden sein oder einmal ausgetauscht worden sein. Ansonsten macht alles einen wirklich sehr ordentlichen Eindruck. Auch das ist natürlich sehr ordentlich. Also hier hat der Vorbesitzer einfach drauf geachtet. Das sind alles auch nur Original-Trumpfteile, die hier verbaut wurden. Wir haben keine Undichtigkeiten festgestellt. Insofern, ja, glaube ich, auch hier ist das war eigentlich ein Diskettenlaufwerk, ist schon auf USB umgerüstet worden. Ja, insofern glaube ich, dass der nächste Besitzer sehr viel Freude mit der Maschine haben wird, und ich wünsche Ihnen, dass Sie sich für die Maschine entscheiden und viel Erfolg damit haben werden.